Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Silent Hill 2. Ich fange ein bisschen anders an, und zwar, ich habe jetzt beschlossen, auch wenn bei mir noch steht, ich werde es nicht tun, ich werde immer so 10, 15 Minuten bleiben, weil ich habe vielleicht 16, 17 Minuten lang sind, und dann heißt es ja, dein Video ist zu lang, ist abgelehnt, und ich dann irgendwie aus ganz vielen Parts nochmal einen kleinen zusammenstüppeln darf, das ist mir einfach zu viel Schneiderarbeit, das möchte ich einfach nicht machen. Deshalb mache ich's jetzt so. Ich habe jetzt meine Stoppuhr ganz hier sehr liegen, damit ich wirklich aufpasst und nicht über 15 Minuten komme. Ich hoffe, es ist für euch okay, auch wenn es bei mir noch da steht, dass ich das noch kann. Einige können es schon nicht, Massiv Null, Freak Gamer etc. Und wie gesagt, da ich halt ein Vorratsaufnehmer bin, wäre mir das dann irgendwie sehr, sehr blöd. Ich hoffe, ihr versteht das. Wir machen jetzt im Nordgefängnis weiter. Und da, wo wir aufgehört haben, das müsste irgendwo vor der Toilette sein, wo es angefangen hat zu laggen. Jetzt dürfte es eigentlich nicht mehr laggen. Ja, wundervoll. Ich habe auch extra alles schön, fein, brav ausgelassen. Wie, du kannst die Tür nicht öffnen. Ja, wo soll ich denn dann hin? Kannst du die Tür öffnen? Nee. Die Tür kannst du auch nicht öffnen. Super eigenartig. Okay, dann gucken wir doch nochmal hier rum. Ich hasse es, wenn ich nicht weiß, wo ich hinlaufe. Das habe ich aber schon mal erwähnt, oder? Hab ich. Hundertprozentig schon mal erwähnt. Haben wir hier irgendwo irgendwas, was mich interessieren könnte? Irgendwie nicht so wirklich, ne? Da geht's, glaube ich, raus. Da kam ich nämlich her. Das ist einfach nur eine Leiche. Die Tür kann ich nicht öffnen. Die kann ich nicht öffnen. Okay, die ist offen. Aus der Dusche habe ich ja das rausgenommen. Gut, dann würde ich sagen, da ich jetzt sonst die ganzen Türen hier nicht öffnen kann, müssen wir doch wieder da raus, wo wir herkamen. Nochmal! Also, geht doch. Was war das denn jetzt? Bums, nochmal getreten. Das sieht nach Karte aus. Wundervoll. Ich habe eine Karte des Gefängnisses. Endlich, endlich. Ist okay. Nicht hängen. Gib mir die Karte. Gib mir die Karte. Dankeschön. Nun lag das, warum auch immer. Ich mache kurz mal so einen Überprüfungscut, nicht, dass mir jetzt das hier durchgeflattert ist. Und das wäre nämlich traurig. Obwohl. Ja, ich mache einen Überprüfungscut. Wisst ihr, was Silent Hill aufnehmen angeht, vertraue ich nämlich Fraps nicht mehr so richtig, weil manchmal fängt es dann an zu laggen und auf einmal denkt Fraps auch nicht, ich beende einfach mal die Aufnahme und ich dachte nicht, dass er das macht und dann stehe ich da ohne Teil und das wäre scheiße. Deswegen, es hat aber geklappt, alles super, wir können weitermachen. Funktioniert. So. Super. Ich habe mir in der Zeit doch gleich nochmal einen Nagel gemacht. Wundervoll. Nicht, weil es unglaublich langsam ist, nee, sondern weil es einfach, weiß ich auch nicht. Weil es halt so ist. Weil Buschbaumbeng. Gut. Schauen wir mal weiter. Wir sind da. Gut, dann laufen wir noch einfach mal weiter nach geradeaus. Das ist auch, glaube ich, genug für eine Folge. Ob wir da was finden, weiß ich jetzt nicht. Sie ist abgeschlossen. Ha, da geht's rein. Erste Hilfekasten. Hey, nimm ihn! Und was liegt da? Da drüben liegt irgendwas. Da komme ich jetzt aber so nicht ran. Gut, dann merken wir, es ist ein Raum. Auf der anderen Seite liegt was. Das können wir sicherlich gut gebrauchen. Da geht's auch ran.
Gut, gehen wir da halt auch noch durch. Lass mich raten, wenn ich hier reinkomme, kriege ich das, was da drüben lag. Ha! Ich habe ein Feuerzeug. Okay, wir haben ein Feuerzeug, wir haben ein Feuerzeug. Metallenes Feuerzeug, die Flamme scheint stärker als bei normalen Feuerzeugen zu sein. Pff, gut. Ist mal Bescheid, ne? Also hat das Feuerzeug irgendwie einen bestimmten Wert, Zweck, Sinn. Weiß auch nicht. Dann erkunden wir hier die paar Räume. Das Schloss ist wohl kaputt, ich kann sie nicht öffnen. Das Schloss ist wohl kaputt, ich kann sie nicht öffnen. Hier aber. Oh, das ist das Mädchenklo. Die Damentoilette. Wenn es das lieber ist. Damentoilette. Ich klopfe an die Tür, aber niemand antwortet. Es ist gruselig. Ich will hier raus. Es wäre auch irgendwie total strange, wenn da jemand antworten würde. Ah, nee. Geht ja mal gar nicht. Ich stelle mir gerade vor, dass dann jemand antwortet. Och nein. Mach ich dann doch lieber nicht. Aber James, warum gehst du eigentlich auf die Damentoilette? Ich wusste schon immer, dass du etwas anders bist als andere Männer. Wir haben hier einen Speicherzettel. Über einem Pissoir. Na toll. Unglaublich. Was steht da jetzt? Gefängnistoilette. Okay. Ich frage nicht. Dann frage ich jetzt einfach mal lieber nicht, was das bedeutet, dass wir auf einer Gefängnistoilette speichern können. Das ist echt strange und ich muss niesen. Dankeschön. Ich weiß, dass ihr jetzt alle Gesundheit schreiben werdet. Ich weiß nicht, warum ich immer so oft in meinen Aufnahmen niese. Sonst niese ich auch nie. Obwohl, das stimmt nicht. Ich muss in Skype verdammt oft niesen. Dreh drauf. Danke, Chica. Erste Hilfekasten, den nehme ich doch gerne. Okay, wo sind wir hier? Der hat irgendwas gefunden. Ach ja, eine Ampulle. Ich habe eine Ampulle. Was haben wir hier noch? Ein Gesundheitstrink. Nehmen den Cookies. Guck mal, da steht Cookies auf dem Dings. Hallo, nimm dir den Gesundheitstrink, du Fisch. Danke. Sehr freundlich. Hier ist ein, was? Den habe ich noch nie gesehen. Wird wohl ein lokal herausgegebenes Magazin sein. Kann ich das auch lesen? Ah, cool. Also, die gute Lin liest euch jetzt vor. Toluca Lake, die wichtigste Touristenattraktion der Stadt. Dieser klare, prachtvolle See hat jedoch auch eine andere Seite. Es mag wie eine typische Gespenstergeschichte anmuten, auf die man in vielen alten Städten überall im Land stoßen könnte, aber in diesem Fall ist die Legende wahr. An einem nebenliegenden Novembertag, ach, an einem nebeligen, Gott, an einem nebeligen Novembertag im Jahre 1918 kehrte die Little Baroness, ein Schiff voller Urlauber, nicht in den Hafen zurück. In einem Zeitungsartikel der damaligen Zeit heißt es nur, sie ist wohl aus irgendeinem Grund gesunken. Trotz einer gründlichen Suchaktion wurde bis heute weder Teile des Schiffs noch einer der 14 Körper von Passagieren oder Mannschaft geborgen. 1939 ereignete sich ein noch seltsamerer Vorfall. Es wurden viele Seiten herausgerissen. Viele Leichen ruhen auf dem Grund des Sees. Ihre knochigen Hände recken sich den Schiffen entgegen, die über sie hinwegfahren. Vielleicht greifen sie nach ihren Kameraden. Ah ja. Very interesting, not. Aber das hat bestimmt noch irgendwas zu sagen. Da geht natürlich auch wieder raus. War ja irgendwie klar. Was hast du da wieder gefunden? Ich habe Patronen für die Pistole. Ich habe Gewehrpatronen. Was haben wir hier? Schrotpatronen. Ich habe ein Jagdgewehr. Hey, nice one. Da ist noch eins. Ich habe Gewehrpatronen. Da oben ist doch noch eins. Naja, ignorieren wir das. Also ich weiß nicht, warum der Sound jetzt rumbackt. Keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Aber wenn ich so auf meine Uhr gucke, können wir auch eigentlich hier einen Cut machen. Also speichern wir fix.
und machen dann hier einen wundervollen, tollen Cut. Bis dahin, tschüss!